Schülerfrage. Sandra, könntest du mir bitte den Satz "Me pasa como a ti" erklären? Ich kenne jedes einzelne Wort und verstehe es trotzdem nicht. Hola, ihr Lieben, ein toller Satz für den Alltag, wenn du nette Bekannte in Spanien oder Lateinamerika hast. Wir fangen jetzt bei Null an und dann steigere ich das Sprachniveau. Richtig Fortgeschrittenen empfehle ich aber meinen anderen YouTube-Kanal hier oben. Gleich vorweg, es liegt mir besonders am Herzen die Verwirrung zwischen a ti und te zu klären. Wie heißt como, wenn ich vergleiche? Wie Claudia. Como Claudia. Wie Susanne. Como Susanna. In einer Frage jedoch hat wie einen Akzent. Como ich heißt yo. Wer? Ich. Quién? Yo. Wie ich? Como yo. Nicht heißt no. Nicht wie ich. No como yo. Nicht wie Claudia. No como Claudia. Nicht wie Susanne. No como Susanna. Du heißt du. Wer? Du. Quién? Du. Wie du. Como tú. Nicht wie du. No como tú. Wer? Vaya. Quién? Jetzt machen wir wie dir. Einen Moment. Wem? Wem heißt a quién? Das ist so wie quién, wer, mit einem A davor. Wem? A quién? Und meine Antwort auf a quién muss mit A anfangen. Wenn meine Frage mit A anfängt, muss meine Antwort mit A anfangen. Wem? A quién? Dir. A ti. Wem nicht? A quién no? Dir nicht. A ti no. Ich möchte noch betonen, dass der Satzteil wie dir natürlich keine Frage ist. Wenn ich aber in dieser Phase des Lernens noch überlege, was dir ist, hilft es sich zu überlegen, was hier die Frage wäre, um auf die Antwort dir zu kommen. Wie dir? Como a ti. Aber Sandra, ich dachte, dir heißt te. Gute Beobachtung. Dir ist aber nur dann te, wenn ein Verb entweder davor oder danach steht. Wie dir. Wie ist kein Verb? Und dann muss dir a ti sein. Wie dir, como a ti. Warum nochmal das a? Weil wem a quien ist. Und ich das a der Frage bei der Antwort wieder aufgreife. Auf Deutsch machen wir das mit dem Aufgreifen auch oft so. Mit wem? Mit dir. Für wen? Für dich. Wichtig also, die Antwort auf die Frage, wem? A quién? Fängt immer mit A an. Wir kommen darauf gleich wieder mit sehr wichtigen Sätzen zurück. Pasa kann über 15 Bedeutungen haben. Hier mein Tipp. Und bevor wir weitermachen, wenn dir diese Art des Spanischlernens gefällt und dies deinem Sprachniveau entspricht, ich fange ab Januar wieder mit meinem absoluten Anfängerkurs an. 13 Wochen live mit mir und du sprichst ab der allerersten Stunde zwischen 100 und 200 Sätze auf Spanisch. Niemand hört dich und niemand stört dich. Info und Anmeldung hier. Und wenn du schon etwas weiter bist,
Ich unterrichte auch 3 höhere Sprachniveaus, jeden Monat neu, eine Flatrate. Info und Anmeldung hier. In unserem Satz hier übersetze ich pasa und me so. Pasa, es passiert. Me, mir. Me pasa, mir passiert es. Oder besser gesagt, me pasa, mir geht es. Wo ist das S? Gute Frage. Guck mal, mir geht es ist doch dasselbe wie es geht mir. Und dieses S gibt es nicht auf Spanisch. Weitere Beispiele. Es regnet. Dieses S gibt es nicht auf Spanisch. Es funktioniert. Dieses S gibt es nicht auf Spanisch. Es gefällt mir. Dieses S gibt es nicht auf Spanisch. Es ist neu. Dieses S gibt es nicht auf Spanisch. Pasa heißt hier sinngemäß, es geht. Mir heißt me, denn wir haben ein Verb vor oder nach mir. Me pasa, es geht mir. Wenn ich kein Verb vor oder nach mir hätte, Beispiel wie mir, dann wäre mir a mí. Wie mir, como a mí. Es geht mir, me pasa. Es geht dir, te pasa. Aber wie dir, como a ti. Wie mir, como a mí. Mir geht es wie dir. Me pasa como a ti. Dir geht es wie mir. Te pasa como a mí. Mir geht es wie Claudia. Wem? A quién? Meine Antwort muss das A aufgreifen. A Claudia. Wem? Claudia. A quién? A Claudia. Mir geht es wie Claudia. Me pasa como a Claudia. Jetzt du? Mir geht es wie dir. Me pasa como a ti. Jetzt du? Mir geht es wie Luis. Me pasa como a Luis. Jetzt du? Mir geht es wie ihm. Me pasa como a él. Ihm heißt a él, wenn davor oder danach kein Verb steht. Mir geht es wie ihm. Me pasa como a él. Jetzt du? Mir geht es wie ihr. Me pasa como a ella. Ihr heißt a ella, wenn davor oder danach kein Verb steht. Mir geht es wie ihr. Me pasa como a ella. Jetzt du? Mir geht es wie euch. Me pasa como a vosotros. In Spanien heißt euch a vosotros, wenn davor oder danach kein Verb steht. Mir geht es wie euch. Me pasa como a vosotros. Jetzt du?
Mir geht es wie euch. Me pasa como a ustedes. In Lateinamerika heißt euch a ustedes, wenn davor oder danach kein Verb steht. Mir geht es wie euch. Me pasa como a ustedes. Jetzt du. Mir geht es wie den anderen. Me pasa como a los otros. Das ist eine Möglichkeit, es zu sagen. Die anderen, los otros. Den anderen, a los otros. Mir geht es wie den anderen. Me pasa como a los otros. Jetzt du. Und noch einmal, ganz wichtig, Namen. Bei den Namen brauchen wir auch das A. Mir geht es wie Laura. Me pasa como a Laura. Jetzt du. Mir geht es wie José. Me pasa como a José. Jetzt du. Mir geht es wie meiner Nachbarin. Meine Nachbarin, mi vecina. Meiner Nachbarin, a mi vecina. Mir geht es wie meiner Nachbarin. Me pasa como a mi vecina. Jetzt du. So, ihr Lieben, falls ihr jemanden kennt, der schon immer einmal Spanisch von Null auf lernen wollte, hier ist die Info. Und für alle anderen Sprachniveaus, hier. Vielen Dank fürs laut Mitmachen und bis zur nächsten Schülerfrage.